von der Piratenpartei München. Wir haben gerade Wiesnfrei. Die Menschen aus aller Welt kommen nach München, um sich hemmungslos zu besaufen. Die U-Bahn stinkt nach Kotze und die Droge Alkohol, die wird von allen gefeiert. In diesen zwei Wochen fließen über 7 Millionen Liter Alkohol. Davon könnte ich ungefähr 60.000 Mal in meinem Leben baden gehen. Wenn ich mir aber stattdessen lieber einen Joint anzünde und ihn rauche, da sprechen wir von noch nicht mal einem Gramm. Und trotzdem werde ich dafür kriminalisiert. Wie kann so ein Verhältnis gerechtfertigt sein? Es gibt dafür keine vernünftige Antwort. Und weil es darauf keine vernünftige Antwort gibt, gibt es auch keine vernünftige Antwort auf die derzeitige Politik unserer Bundesregierung. Und im Gegenteil, sie ist an Naivität kaum noch zu überbieten. Sie glaubt, durch ein Verbot Rauschmittel aus der Gesellschaft verbannen zu können. Und sie versteht nicht, dass Verbote und Strafe vor Sucht nicht schützen. Und sie versteht auch nicht, dass jedes Verbot mindestens einmal gebrochen werden muss. Und sie versteht nicht, dass die jetzige Drogenpolitik eine Schande und Demütigung für jeden einzelnen Schmerzpatienten ist. Und wenn ich Drogenpolitik sage, dann meine ich Verbotspolitik. Politik, die die Augen vor der Realität verschließt und unsere Demokratie in Frage stellt. Die jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema Drogenkonsum ignoriert und repressiv unterdrückt. Und die 4 Millionen Menschen, die regelmäßig kiffen, einfach links liegen lässt. Mit jedem Jahr wächst diese Verantwortungslosigkeit der Regierung durch die Illegalität von Cannabis, die den Schwarzmarkt noch gefährlicher und krimineller macht. Weil der Schwarzmarkt kennt keinen Jugend- oder Verbraucherschutz. Dort herrscht Gier nach Profit und dafür geht man auch über Leichen. Der Schwarzmarkt ist in der Hand der Drogenmafia. Und diese Regierung nimmt es hin, dass dort verunreinigtes und geschränktes Cannabis verkauft wird. Und sie verweigert auch jegliche Unterstützung oder Möglichkeiten, um verunreinigtes Cannabis zu verhindern, wie zum Beispiel durch Drug-Checking-Anlaufstellen. Es gibt nur eine Lösung, um die Konsumierenden vor Verunreinigung zu schützen. Die Legalisierung von Cannabis. All diejenigen, die Cannabis als Schmerzmittel brauchen, die werden von dieser Regierung bloßgestellt und erniedrigt. Hanf ist eine natürliche Pflanze, aber sie ist als Heilmittel verboten. Und auch wenn das Urteil in Köln ein erster Anfang ist, so müssen die Patientinnen und Patienten erst alle möglichen anderen Behandlungsalternativen durchgehen. Und erst wenn all diese schädlichen pharmazeutischen Mittel versagt haben, dann darf Cannabis konsumiert und angebaut werden. Aber der Weg dahin, der ist erfüllt mit Schmerzen und Leiden, für den die Regierung die Verantwortung trägt. Und diese Moral, das ist keine Moral. Und deshalb gibt es nur eine Lösung. Die Legalisierung von Cannabis. Die Welt, in der wir leben, die wird in gute und in schlechte Drogen aufgeteilt. Alkohol und Zigaretten sind gut, Cannabis, Heroin, Kokain, die sind schlecht. Und die Guten, die werden in unserer Gesellschaft nicht nur toleriert und akzeptiert, sie werden auch kommerzialisiert und besteuert. Das ist alles total legal. Das ist jährlich fast 16.000 Todesopfer aufgrund von Alkoholmissbrauch in Deutschland gibt. Das wird einfach so hingenommen. Im Vergleich dazu sterben ca. 1.000 Menschen an harten Drogen. Harte Drogen, wir sprechen hier nicht von Cannabis. Dabei ist Alkohol auch noch, nach zahlreichen Forschungen, viel gesundheitsschädlicher. Die Leute, die saufen mehr und sie saufen über einen längeren Zeitraum. Dadurch ist das Suchtpotenzial viel, viel höher als bei Cannabis. Diese Drogenpolitik, die ist einfach nur heuchlerisch. Und deshalb gibt es nur eine Lösung, dieses Ungleichgewicht wieder in die Balance zu bringen. Durch die Legalisierung von Cannabis. Unsere Regierung, die hat auch Milliarden dafür übrig, Cannabis-Konsumierende strafrechtlich zu verfolgen. Wieso wird dieses Geld nicht sinnvoll in Aufklärung und Prävention gesteckt? Wieso wird an den Schulen nicht über Drogenkonsum diskutiert? Wieso gibt es keine extra dafür ausgebildeten Lehrer, die informiert sind, die Fakten liefern und die Wissen vermitteln können? Weil unsere Regierung an Aufklärung nicht interessiert ist. Weil diese Regierung nicht versteht, dass wir im Jahre 2014 leben und sich Cannabis längst als Volksdroge etabliert hat. Weil diese Regierung von gerechter Sozialpolitik nichts versteht. Wir aber wollen, dass unsere Kinder aufgeklärt und informiert sind, dass sie kritisch hinterfragen und richtig reagieren können. Dafür gibt es nur eine Lösung, die Legalisierung von Cannabis mit gleichzeitigen Aufklärungsprogrammen. Uns wird jeden Tag vor Augen geführt, dass diese Drogenpolitik zum Scheitern verurteilt ist. Und es ist so bezeichnend, dass selbst die USA in einigen Staaten eine progressivere Drogenpolitik fährt als Deutschland.
Diese absurde Illusion von einer drogenfreien Gesellschaft, die ist weder erstrebenswert, noch ist sie umsetzbar. Wir wollen Aufklärung statt Repression. Und aus diesem Grund haben wir Piraten gestern den Antrag für einen Cannabis Social Club im Stadtrat eingereicht. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Konsumierende in München ein sauberes Cannabis für den Eigenbedarf anbauen können. Und durch diesen Cannabis Social Club wird es an die Mitglieder dann legal und kontrolliert abgegeben. Belgien und Spanien haben bereits bewiesen, dass die Gründung eines CSCs der erste Schritt sein kann für eine liberalere Drogenpolitik und für eine Entkriminalisierung. Und wir als Piraten, wir wollen eine Suchtpolitik, die Betroffenen hilft. Wir verstecken uns aber auch nicht, wenn wir sagen, dass wir Cannabis auch als Genussmittel legalisieren wollen, weil wir für unsere Freiheitsrechte kämpfen und für unsere Selbstbestimmung, weil wir nicht wollen, dass es durch die jetzige Drogenpolitik immer weiter untergraben wird. Wir sagen Ja zur Legalisierung von Cannabis.